Hallo und herzlich willkommen zu unserer Quarantänezone. Ja, hallo. Wir wollten euch einfach mal zeigen, was wir so in den letzten 4 Wochen getrieben haben, seit wir wieder in Deutschland sind. Und ja. Genau, also angefangen hat alles einsam, 2 Wochen alleine auf einem Grundstück. Wir haben keinen getroffen, wir haben, waren nicht mehr zum Einkaufen draußen, einfach aus dem Grund, weil wir selbst Quarantäne gemacht haben. Und wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen, dass wir niemanden anstecken. Und diese 2 Wochen waren arschkalt. Es hatte echt manchmal nur 5 Grad und in der Nacht sogar mal Frost. Hat es Minusgrade gehabt. Also es war echt eine krasse Umstellung auf jeden Fall von Spanien aus gesehen. Aber wir haben die Zeit genutzt. Wir haben das Video fertig geschnitten, was ihr seit letzten Freitag sehen könnt. Wir haben, was haben wir alles getrieben? Wir haben Holz gehackt. Ganz schön viel Holz gehackt, damit uns warm wird. Wir haben Gemüsebeete angelegt. Wer weiß, wie lange das dauert mit dem Corona. Und wir haben gedacht, lieber auf Nummer sicher gehen. Wir pflanzen ein paar Kartoffeln ein. Ja, genau, die sind schon mal schauen, in der Erde ob die was jetzt. Werden. Ja, was haben wir sonst noch getrieben? Gott, wir haben ganz viel, also auf der Hütte noch haben wir ganz viel gemalt und gebastelt, weil wir auch keinen Strom hatten. Also es war wirklich, das Wetter war immer blöd. Es hat keine Sonne geschienen, deshalb hatten wir auch nicht so viel Strom zur Verfügung. Und da waren wir ein bisschen gezwungen, den Medienkonsum einzustellen. Also wir konnten Laptop, Handy und Tablet nicht regelmäßig laden. Was haben wir noch gemacht? Als wir dann bei meinen Eltern waren, also nach diesen 2 Wochen, sind wir dann zu meinen Eltern gezogen in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Haben wir erstmal das Wohnmobil ausgeräumt. Oh ja. Und wir müssen einige Reparaturen im Wohnmobil machen, weil die letzten 9 Monate on the road, die haben dem doch ganz schön zugesetzt. Ja. Sowohl außen als auch innen. Und ich habe angefangen, innen alles nochmal komplett rauszureißen. Also der ganze Boden ist rausgerissen. Wir wollten eigentlich nur eine Trockentoilette noch installieren, haben dann aber festgestellt, dass wir einfach das ganze Bad erneuern müssen. Also ist gerade noch das komplette Bad auch rausgerissen. Und jetzt haben wir noch in den nächsten paar Wochen Zeit, das alles wieder auf Vordermann zu bringen. Also wir legen einen neuen Boden rein. Wir machen das komplette Bad neu mit Trockentoilette. Mhm. Es kommt sogar ein komplett neuer Außenanstrich drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob mit Rolle oder wirklich mit der Pistole. Ja, aber ist auch bitter nötig, weil wir hatten unterwegs einen Unfall. Ja. Beim Rückwärtsfahren hat uns den Fahrradträger hinten in die Wand gedrückt und wir haben da ein Riesenloch. Also es muss geflickt werden und da haben wir uns gedacht, wir machen gleich den kompletten Anstrich. Nein, dann machen wir es richtig. Mal gucken, ob es richtig wird, aber ich denke schon. Ja. Ich habe eine Gitarre gekauft. Ja, stimmt. Und lerne wieder. Jetzt seit den letzten 3-4 Tagen ein bisschen Gitarre spielen. Ja. Das haben wir schon in Portugal angefangen, wo wir ein House-Sitting gemacht haben. Da habe ich von der Caro die Gitarre ausgeliehen und schon ein bisschen geübt. Und jetzt habe ich mir endlich mal meine eigene gekauft. Mal schauen. Ja, er übt jeden Abend ganz fleißig, immer wieder das Gleiche. Geht auf die Ohren. Ja, ansonsten sind wir viel unter uns, also wir ziehen uns zurück und halten uns an die Regeln, die hier gelten und genießen die Zeit mit der Familie und manchmal sind wir auch ein bisschen faul, weil wir eben nicht rauskommen, aber wir haben gut zu tun und die Kinder halten uns auf jeden Fall auf Trab. Aber sich selbst.